Fahrspaß in der Business Class. Hier möchte der neue Fünfer Maßstäbe setzen. Hey Christian. Servus Martin. Nächste Runde im immerwährenden Duell, ne? Mercedes E-Klasse, Audi A6 gegen 5er BMW und ja, wie ich finde, schick ist er geworden. Ich würde sagen, wir fahren jetzt jeder mal jedes Auto. Denn nur im direkten Vergleich lassen sich die Unterschiede erfahren. Der Audi A6 steht kurz vor der Ablösung durch den Nachfolger. Ein 3 Liter V6 mit Kompressoraufladung sorgt für den Vortrieb. 290 PS kosten 49.100 Euro. Inklusive Quattro-Antrieb und 6-Gang-Automatik. Wenn man hier mal drauf tritt, merkt man schon, der geht schon gut ab. Der Motor dreht mal locker bis 7.000. Man hört so ein leichtes Knurren von vorne. Aber ist nicht unangenehm, ist nicht laut. Auf der Landstraße fährt er sich angenehm straff, nicht zu hart, nicht zu weich. Dank Allradantrieb macht das Kurvenfahren hier auch richtig Spaß. Hohes Maß an Fahrdynamik. Man merkt jetzt dem Audi sein Alter nicht an, er ist ja der Älteste im Test. In Sachen Fahrspaß legt der Audi die Latte hoch. Der Mercedes E350 CGI. Wer Business-Limousine sagt, kommt um ihn nicht herum. Mit V6 Benziner und 292 PS gibt es ihn ab knapp 52.500 Euro, inklusive 7-Gang-Automatik. Der Mercedes ist der teuerste in dem Vergleich. So direkt spürt man es jetzt nicht beim Einsteigen, weil die anderen natürlich auch ziemlich edel sind. Ich finde, die Federung hier ist natürlich extrem komfortabel und erfüllt damit quasi die Kernkompetenz von Mercedes. Komfort, Komfort, Komfort. Die Lenkung passt irgendwie auch eher zu diesem komfortablen Fahren, also könnte deutlich direkter sein. Was überzeugt ist, die Automatikschaltung, Gangwechsel spürt man fast gar nicht. Nur wenn man schnell mal beschleunigen möchte beim Überholen oder so, dann braucht sie schon so eine Gedenksekunde. Also da sollte man dann doch manuell runterschalten, dann geht es ein bisschen schneller. Der Benz, ein eher komfortbetonter Gleiter. Der BMW 535i, satte 306 PS für 50.300 Euro. Außerdem mit an Bord eine sportlich abgestimmte 8-Gang-Automatik und ein verstellbares Fahrwerk für zusammen 5.350 Euro Aufpreis. Wenn er will, dann dreht er auch ordentlich hoch, aber das ist schon, oh, ist schon ein netter Motor. 8-Gang-Automatik. Ja, stürmt schon gut vorwärts. Der Motor sehr kernig, 3-Liter Turbomotor. Macht richtig Laune auf der Landstraße. Aber was sofort auffällt, das Geräuschniveau ist deutlich höher als in der E-Klasse. Der BMW hat einen riesen Schritt zum Vorgänger gemacht. Insgesamt bietet der BMW für mich den besten Kompromiss aus Komfort und Sportlichkeit. Er ist komfortabler als der Audi und knackiger als der Mercedes. Trifft genau meinen Geschmack. Man fühlt sich echt eine Klasse höher. Und zum 7er fehlt ja auch kaum noch was. Damit entscheidet der BMW das Kapitel Landstraße knapp für sich. Ein Punkt für die Kür. Aber Limousinen sind auch Reiseautos für die ganze Familie. Kann der BMW einen weiteren Punkt in Sachen Laderaum einheimsen? Also der BMW hat schon mal 520 Liter, nicht schlecht, oder? Ja gut, 540 habe ich im Mercedes. Das kann man ein bisschen mehr. Aber ich sag dir eins, der älteste, der Audi, 546 Liter, da guckst du. Okay, ja gut, aber es kommt ja nicht immer auf die Größe an, sondern auf das, was reinpasst. Da hast du recht, deswegen haben wir ja das Kofferset dabei. Jetzt schauen wir mal, wo wirklich am meisten reingeht. Tetris für Fortgeschrittene. In welcher Konfiguration passen die meisten Koffer rein? Christian und Martin geben alles. Wie man es dreht und wendet, die zwei müssen einfach draußen bleiben. Das definitiv. Aber wir haben hier hätten wir noch Platz für eine Sporttasche oder eine Tüte. Also hier ist schon noch ein bisschen Raum. Gut, wir haben stabile Hartschalenkoffer, das geht nicht. Aber wenn du mehr Platz brauchst, musst du 500 Euro zahlen für eine umklappbare Rücksitzbank. Die kannst dann hier schön entriegeln. Top. Und dann kriegen wir die beiden auch rein. Die E-Klasse bietet mehr Volumen und auch gleich die erste Überraschung. Das passt ja nicht mal übereinander. Geht dazu. Dann geht er zu. Ja Martin, 20 Liter mehr, aber trotzdem, die zwei gleichen Koffer sind draußen. Ja, wir müssen leider draußen bleiben. Ja, und mir kommt es auch so vor, als ob hier der Platz auch nicht wirklich viel größer ist als der Rest von BMW. Größtes Manko an dem Kofferraum ist, wir können die Koffer nicht hochkant reinstellen. Mhm. Und du kriegst auch die großen Koffer nicht übereinander. Also dasselbe Spiel, selbe Spiel. 20 Liter mehr, aber auch hier können wir ja diese jetzt so umklappen. Genau, aber hier, auch hier. Kostet sogar 517 Euro. Dann klappt man hier um.
So, dann haben wir genug Platz. Aber ich verstehe nicht, warum bei Limousinen dieser Preisklasse die umklappbaren Rücksitze einfach Aufpreis kosten. Beim BMW 500 hier 517 Euro. Ich verstehe es auch nicht. Der älteste mit dem größten Kofferraum. Passt in den Audi auch in der Praxis mehr rein? Hey, geil. Top. Der Klassiker ist eben immer noch Tetris und hier musste nur einer draußen bleiben in unserem Puzzle. Ja, das stimmt. Er hat auf jeden Fall nicht auf dem Papier den größten Kofferraum vom Volumen, 546 Liter, er ist auch am besten nutzbar. Und hier dieses eine Köfferchen bleibt draußen. Sitze umklappen kostet hier nur 300 Euro. Also ganz klar für mich, der Ingolstädter gewinnt das Kapitel Kofferraum, oder? Früher war eh alles besser. Da sagst du was. Kofferraumsieg hin oder her. Im Slalom möchte der Audi seine Sportlichkeit beweisen. Ich glaube 60 in den Slalom rein, 18 Meter stehen die Hütchen auseinander. So macht er das eigentlich unaufgeregt. ESP ist ausgeschaltet, ist sehr zügig unterwegs. Aber das Auto hat kein Problem hier. Er schiebt nicht sehr stark über die Vorderräder. Außer wenn man es übertreibt. Aber eigentlich alles narrensicher. Was bei den Sitzen auffällt, sie bieten nicht allzu viel Seitenhalt. Und wenn man es übertreibt, dann kommt das Heck ganz leicht. Also man kann man kann ihn auch zum Übersteuern bringen. Das ist sehr geil. Selbst ohne ESP ist der Audi nahezu narrensicher fahrbar. Der willig hochdrehende 3-Liter-Motor schluckt im Test mit 11,6 Litern über 2 Liter mehr als die Werksangabe verspricht. Startfrei für den Benz. Er hat als einziger im Vergleich kein verstellbares Fahrwerk. Also die Lenkung extrem leichtgängig. Die Gasannahme ist sehr nervös eigentlich, wundert mich. So, das ESP habe ich ja eigentlich ausgeschalten, aber ich merke ständig Bremseingriffe, denn das ESP lässt sich gar nicht ganz ausschalten. Oh, habe ich jetzt erkannt. Was mich am meisten erstaunt ist, dass diese sehr komfortablen Sitze mehr Seitenhalt bieten als die im Audi. Und die Seitenneigung ist noch extremer als im Audi. Also Slalom ist nicht das Metier der E-Klasse. Komfort zählt hier eben mehr als sportliches Kurvenräubern. Der Benz ist mit 11,8 Litern der durstigste im Test und liegt weit über der Werksangabe von 8,5 Liter. Ebenso der BMW. Statt 8,4 Liter nimmt er sich im Test 11,4. Immerhin ist er damit der sparsamste des Trios. Im Slalom möchte der fahraktive Fünfer die Konkurrenz endgültig auf die Ränge verweisen. Ja, die BMW-Lenkung ist so hyperdirekt. Was für ein himmelweiter Unterschied schon auf den ersten Metern. Die Sitze bieten Seitenhalt ohne Ende. Also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Sowohl zu Audi wie auch zu Mercedes. Dieses Auto ist hier für immer gemacht, da kannst du nichts sagen. Also bleibt wieder sehr lange neutral und dann wird das Heck aber auch ganz schön extrem leicht und der fängt an zu schwänzen. Wenn hier das ESP aus ist, dann ist es auch aus. Überzeugende Vorstellung des Münchners. Aber das Gefühl der absoluten Überlegenheit trügt. Im direkten Vergleich liegt der BMW nur anfänglich vorne. In den letzten Toren schiebt sich der Allrad Audi in einem Fotofinish als erster durchs Ziel. Der Mercedes spurtet in 6,6 Sekunden auf Tempo 100. Gut 19 Sekunden später steht die 200 auf der Uhr. Oberhalb von 230 geht es dann etwas zäher voran bis zur Abregelung bei Tacho 256. Der Schwächste und Älteste im Test katapultiert sich, Allrad sei Dank, in 6,2 Sekunden auf 100. Mit 23,6 Sekunden erreicht der Audi die 200 gut 2 Sekunden vor dem Benz. Bis zur Abregelung bei Tacho 266 stürmt er zügig weiter. Eine harte Nuss für den BMW. Die 100 erreicht er mit 6,1 Sekunden knapp vor dem Audi. Diesen Vorsprung baut er auf 0,5 Sekunden bei Tempo 200 aus. Im Auto ist dieser Unterschied aber kaum spürbar. Bei Tacho 260 ist dann Schluss. Vollbremsung aus Tempo 100.
Hier steht der BMW nach sehr guten 37,9 Metern. Da kann der Audi nicht ganz mithalten. Er steht nach immer noch guten 38,3 Metern. Die rote Laterne geht, mit allerdings nur 10 cm mehr, an die E-Klasse. Alle drei spielen beim Bremsen aber in der Champions League. In der Fahrspaßwertung kann der Mercedes nicht ganz mithalten. Wer aber komfortabel und entspannt reisen möchte, liegt hier genau richtig. Der Audi legt seinen Schwerpunkt konsequent auf Sportlichkeit. Gemütliches Cruisen überlässt er gerne anderen. Beste Beschleunigung, beste Bremsen, geringster Verbrauch. Der BMW punktet in allen fahraktiven Bereichen. Der hier ist komfortabel, man kann lange Strecken fahren. Aber hier auch richtig schön um die Pylonen wetzen. Gebe ich dir recht. Ich glaube, meine erste Wahl ist auch der BMW. Da sind wir uns ja einig.